350.000 Quadratkilometer, fast genauso groß wie Deutschland. Das größte Korallenriff der Erde. UNESCO-Weltnaturerbe. Ein Schatz, der seinesgleichen sucht. Ein Schatz, den wir zu verlieren drohen. Great Barrier Reef. Mission Rettung des Riffs. AIMS, das Australian Institute of Marine Science, ist das Maß aller Dinge. Hier stemmt sich die Wissenschaft gegen den Kollaps der Natur. Annika Lamp, Mitte 20, Meeresbiologin, forscht hier mit absoluter Begeisterung. Jeden Tag muss ich mich damit auseinandersetzen, was diesem Ökosystem angetan wird, das ich so sehr liebe. Aber das nimmt mir nicht die Hoffnung. Wenn ich das Great Barrier Reef sehe, da wo es gesund und wunderschön ist, dann weiß ich nur, unser Einsatz lohnt sich. Also ich habe Hoffnung, aber wir müssen was dafür tun. In den unzähligen Becken simulieren sie die Lebensbedingungen am Riff. Korallen sind sensible Geschöpfe und das Fundament des Ökosystems. Sie bieten Lebensraum, sichern Artenvielfalt. Die Forscher dokumentieren jeden Entwicklungsschritt. Wasserqualität, Lichteinfall, Temperaturen. Was passiert, wenn sich diese Lebensbedingungen ändern? Wenn es ungemütlicher wird für die Bewohner des Riffs? Wir versuchen, Korallen zu züchten, die widerstandsfähig sind, die unter hohen Temperaturen überleben. Die Idee ist, diese Korallen am Riff anzusiedeln, damit sich das Ökosystem dauerhaft erholt, unter den sich ändernden Klimabedingungen. Das heißt, ihr geht davon aus, dass die Temperaturen da draußen auch weiter steigen? Genau. Leider ist es so, dass die Ozeane sich weiter aufheizen. Der größte Stressfaktor für das Great Barrier Reef ist die zunehmende Häufigkeit solcher Hitzeperioden. Korallenbleiche ist das Phänomen, das sie fürchten und das sie in den vergangenen Jahren zu oft durchlitten haben. Wird das Wasser zu warm, stößt die Koralle Algen ab. Dieser Algenbewuchs aber sorgt nicht nur für prächtige Farben, sondern versorgt die Koralle auch mit Nährstoffen. Kommen die Algen nicht zurück, geht die Koralle zugrunde. Und diese Auswirkungen lassen sich direkt auf uns Menschen zurückführen? Ja, leider ist das so. Wir manipulieren die natürlichen Lebensbedingungen in eine Richtung, die den Organismen mehr und mehr Stress bringt. Diese Richtung hat einen Namen. Klimawandel. Australien spürt ihn heftig zu Wasser und zu Land. Da ist die Hitze, die Dürre, Trockenheit, verlorene Ernten. Apokalyptische Bilder von brennenden Wäldern. Dann wieder stehen Städte, Dörfer, ganze Landschaften komplett unter Wasser. Die Extreme sind normal geworden. Beängstigend nennt das die Umweltschützerin Crystal Falknau. Ich meine, die Botschaft ist sowas von klar. Und mit jeder Katastrophe wird sie noch klarer. So traurig es auch ist, dass manche Menschen und Regierungen solche Ereignisse brauchen, um endlich die Augen zu öffnen. Immer ist die Rede davon, was es uns kostet, wenn wir uns umstellen müssen, unsere Wirtschaft umbauen und so. Aber langsam erkennen wir doch, was es uns wirklich kostet, wenn wir nicht handeln. Nirgends scheint das deutlicher als am Great Barrier Reef. 4 Korallenbleichen in 6 Jahren mit Schäden so massiv, dass die UNESCO droht, den Titel Weltnaturerbe abzuerkennen. Es geht um Australiens guten Ruf und viel Geld. Das Riff ist ein enormer Wirtschaftsfaktor, 70.000 Arbeitsplätze, die meisten im Tourismus. Die Rostockerin Nadine Huth kam vor 9 Jahren, hängte dafür ihren sicheren Beamtenjob an den Nagel. Am Riff zu arbeiten und zu leben, für Nadine das große Los. Ich bin am Meer groß geworden und für mich die Nähe zum Meer, auf dem Wasser zu sein, im Wasser zu sein. Ich bin auch Tauchlehrer, also ich kann es nie erwarten. Faszination Riff, da ist sie wieder.
Nadine sagt, wenn die Touristen sie auch spüren, dann sei etwas gewonnen, das Verständnis, dieses Paradies zu schützen. Nadine und ihre Kollegen selbst tauchen auch im Auftrag der Wissenschaft. Wir schnorcheln in unterschiedlichen Tiefen, um zu gucken, wie viele Korallen sind da vor Ort, wie viele unterschiedliche Typen von Korallen, wie viele Korallen sind abgestorben, wie viele Algen sind dort, ob Korallenbleiche vorliegt oder nicht. Die gesammelten Daten schicken sie an die Meeresbiologen des Ames-Instituts. So schließt sich ein Kreis der Engagierten, derer, die nicht zusehen wollen, wie ein einzigartiges Ökosystem zugrunde geht. Den Mut zu behalten, nicht immer leicht. Vor allen Dingen, weil ich so lange hier schon arbeite und die Veränderung hautnah sehen kann, ist es sehr frustrierend, weil man auch weiß, was man als kleine Person schon machen kann. Aber natürlich muss das Land, Länder, die Welt da mitziehen, um dem Klimawandel entgegenzusprechen. Great Barrier Reef. Wer es gesehen hat, den packt es. Der kann nicht wollen, dass es vergeht. Der muss etwas tun.